Antipasti. Die italienischen Vorspeisenklassiker gibt's mittlerweile in jedem Supermarkt. Doch um die herzustellen, muss Christoph sich ziemlich ins Zeug legen. Ich bin einfach saulahm. Bin viel zu langsam. Hier ist schon wieder Stau wegen mir. Penible Handarbeit im Akkord. Trotzdem hat unser Reporter sichtlich Spaß dabei. Mit Händen in Essen rumzuhantieren ist irgendwie was total Schönes. 2 Tage lang darf unser Reporter Christoph Karasch beweisen, was er in Sachen Antipasti-Machen drauf hat. Christophers erster Arbeitstag beginnt nicht etwa auf einem sonnigen Hügel in der Toskana, sondern um kurz vor 9 Uhr morgens in Rheinbeck bei Hamburg. Was ich vor allem an Antipasti liebe, ist aber natürlich, dass die schon so fertig sind und dass ich mir die einfach nur noch reinsnacken muss. Jetzt wendet sich das Blatt. Ich glaube, dass eine ganze Menge Arbeit auf mich wartet. Und wenn das wirklich so viel Handarbeit ist, dann weiß ich nicht, ob ich der Richtige dafür bin. Mit diesen beiden Werkzeugen, die ich heute dabei habe. Produktionsleiter Patrick Wedekühlmann nimmt Christoph unter seine Fittiche. Hallo Christoph, schön dich zu sehen. Ich freue mich sehr. Nachdem sich Christoph in sein Arbeitsoutfit gepackt hat, geht's aber nicht ans Olivenentkernen oder zum Frischkäse anrühren, sondern in die Verkostung. Damit startet hier jeder Tag. Patrick und ausgewählte Kollegen checken stichprobenartig die Produktion vom Vortag. Heute mit Christoph, damit er weiß, wie es am Ende schmecken soll. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich dachte, hier kommt erstmal die harte Arbeit und dann das Vergnügen. Bei euch ist es andersrum. Bei uns ist erst das Vergnügen, dann die harte Arbeit. Die Mitarbeiter prüfen die gesamte Produktpalette auf Geschmack und Konsistenz. Von gefüllten Champignons und Kirschpaprikas über Oliven bis hin zu einer von Christophs Lieblingsantipasti. Gefüllte Peperoni. Die Stichprobe Peperoni auf den Punkt. Auf den Punkt. So wie sie sein soll. Soll sie sein. Frisch gestärkt geht's jetzt aber ans Eingemachte. Beziehungsweise an die Füllung für das Eingelegte. Produktionsleiter Patrick führt Christoph an seine erste Station. Emami ist sogenannter Cremekoch. Christoph soll mit ihm zusammen die Füllung für die Antipasti anrühren. Bis zu 20.000 Eimer Frischkäse landen hier jedes Jahr in den riesigen Mischtrommeln. Ist ein bisschen anders, als wenn man sich so ein bisschen Kräuterquark fürs Grillfest macht, ne? Das ist die XXL-Version davon. Zum Frischkäse kommen Gewürze. Der Cremekocher mixt dann alles ordentlich durch. Danach muss Christoph die Creme für die Weiterverarbeitung gleichmäßig in Eimern portionieren. Und das muss vor allem zackig gehen. Mach schnell ein bisschen, die braucht Creme. Ja, okay. Jetzt schlägst du langsam die ehrlichen Töne an. Christoph hat kurz den Betrieb der Füllerinnen aufgehalten. Für eine komplette Trommel, 60 Kilo, braucht Emami eigentlich nur 15 Minuten. So lange braucht Christoph allein fürs Auslöffeln des Frischkäses. Oh, das war der größte Joghurtbecher, den ich in meinem Leben ausgekratzt habe. Die Füllung muss irgendwo rein, und zwar in Kirschtomaten. Die muss Christoph jetzt aber erstmal aus den Konserven holen. Das passiert am sogenannten Dosenknacker. Jawohl. Dann hat's laut geknackt, daher der Name Dosenknacken. Das Fruchtgemüse erhält das Unternehmen in diesen Konserven zur Weiterverarbeitung. Bis zu 1500 Stück muss jeder Arbeiter in 6 Stunden knacken. Doch an die Power des pneumatischen Dosenöffners muss sich Christoph erst noch gewöhnen. Knack! Wow. Alter! Das war ein Tick zu lang gedrückt. Ach, ich muss wieder loslassen! Ja, genau. Sonst haben wir sie halt ein bisschen komprimiert. Das kommt auch vor. Mit den nächsten Dosen hat er dann aber den Dreh raus. Christoph soll heute 100 Dosen schaffen. Produktionsleiter Patrick ist schon seit 22 Jahren im Betrieb dabei. Für den gelernten Bäcker zählen Antipasti aber trotzdem nach wie vor zu seinen Lieblingsvorspeisen. Aber jetzt mal ganz im Ernst, wenn du dich täglich damit umgibst und sogar ja jeden Morgen so eine Verkostung machst, irgendwann ist doch auch mal gut, irgendwann kann man das doch nicht mehr sehen. Für mich nicht. Für mich wirklich nicht. Ich freue mich ja auch jeden Tag, meine Frau zu sehen. Okay, das ist ein ziemlich guter Vergleich. Ja, alles klar, den lasse ich gelten.
Nach einer Stunde Knacken haben Patrick und Christoph die 100 Dosen Kirschpaprika geschafft. An einer Maschine? Nee, dann wird die letzte Dose. Alter Schwede! Habe ich wieder zu lang gedrückt? Scheint so, ja. Der Inhalt dieser Dose schafft es leider nicht mehr in den Verkauf. Aber kommt in die fabrikeigene Kantine. Für Christoph geht's jetzt an die Befüllstation. Hier kommt der Frischkäse in die Kirschpaprika. Hier siehst du jetzt deine geliebten Kirschpaprika. Aber wirklich, ja. Und dann haben wir 80 Stück auf dem Brett. Die werden uns da drüben aufgesetzt von den Mitarbeitern. Und dann gilt es, den Beutel einfach gerade reinzustecken und bis zum Rand zu füllen. Ja, okay, also bis zum Rand. Es soll nicht zu wenig, es soll nicht zu viel drin sein. Korrekt. Die Kirschpaprika sind alle unterschiedlich groß. Deswegen kann sie auch keine Maschine befüllen. Jede braucht ihre eigene Menge Frischkäse. Klingt erstmal nicht so schwer. Aber Christoph befüllt ja, während die Kirschpaprika an ihm vorbeifahren. Ich muss ja ständig einfädeln. Und wenn das Band weiterläuft, dann treffe ich manchmal das Loch hier nicht. Die Profis schaffen 80 Stück in unter 60 Sekunden. Christoph versucht, auch schneller zu arbeiten. Das Ergebnis überzeugt den Chef aber nicht. Also das ist schon sehr kreativ gefüllt. Sowas müssen wir natürlich, bevor es in die Endverpackung geht, aussortieren. Das geben wir nicht raus zum Kunden. So richtig aussortieren? Da kann man nicht mal mit dem Lappen noch mal lang und das wieder wegmachen? Das wäre nicht so zutunlich für die Mikrobiologie. Sprich, einfach unhygienisch. Christoph holt sich jetzt Tipps bei Profifüllerin Pauline. Und immer so gerade, nicht so. Also, so rum hältst du ihn, ne? Ja. Ah, verstehe. Okay. Und dann drückst du nur hier unten? Genau. Mit der neuen Technik läuft es besser für Christoph. Wenn auch nicht wirklich schneller. Die Kollegen machen das 8 Stunden am Tag. Christoph reicht es schon nach einer. Aber es hört halt nie auf. Es hört nie auf. Es kommt immer was nach. Das Band läuft immer weiter. Wenn man sich kurz hinstellen möchte und sich mal strecken möchte oder so, dann ist man schon wieder in Verzug. Danke. Morgen geht's für Christoph ans Peperoni befüllen. Was er noch nicht weiß, das ist eine ganze Ecke schwieriger. Tag 2 startet Christoph mit Nadine an der Peperoni-Befüllmaschine. Die füllt mit Druck die Creme in das Fruchtgemüse. Nadine bestimmt über eine Lichtschranke die genaue Menge. Also, du nimmst dir aus deinem Korb die Peperonis, guckst, ob sie heil sind. Dann steckst du sie hier rein, machst deine Hand hier runter. Während du die Hand da runter hast, kommt die Creme raus. Easy, oder? Also, erstmal ganz bis ans Ende. Ganz rein wirst du nicht kommen. Ah, okay, aber so. So ist okay. Festhalten. Dann ist hier. Und ist da die Lichtschranke. Wow! Oh Gott! Hi! Ja, alles klar. Ja, da braucht's Fingerspitzengefühl. Je länger Christoph die Hand drunter hält, desto mehr Creme kommt raus. Bei ihm landet sie nicht nur in der Peperoni, sondern überall. Ja, es ist wirklich eine Timingfrage. Ich krieg das noch nicht hin, die Lichtschranke zu aktivieren und rechtzeitig wieder zu deaktivieren. Es sprudelt bei mir leider immer noch nach. Da fehlt mir noch komplett die Koordination. Wo ich das den ersten Tag gemacht habe, du wirst es mir nicht glauben, aber ich habe auch sowas von geflucht. Ich habe geschimpft. Ich war voll mit der Creme. Du siehst doch sauber aus. Bevor wir noch mehr Lebensmittel verschwenden, brechen wir lieber ab. Soll ich das überhaupt ein bisschen mehr? Eigentlich sollte Christoph ein ganzes Blech voll machen. Aber das mit ihm und der Maschine wird einfach nix. Seine Peperoni sind zu verschmiert und für den Verkauf ungeeignet. Sie landen stattdessen auch in der Kantine. Da die Mitarbeiter sowieso regelmäßig ihre Stationen wechseln, darf Christoph beim Olivenmix mithelfen. Zusammen mit Anja schneidet er dafür Käse. Per Hand. Denn der ist sehr weich und porös. 1, 2, 3. Und 1, 2 und 3. Und ab ins Sieb. Christoph muss gleich große Stücke schneiden und insgesamt etwa 12 Kilo Käse verarbeiten. Anja ist ehemalige Floristin und arbeitet seit 2 Jahren hier. 230 Kilo Weichkäse schneiden macht ihr genauso Spaß wie damals Blumen trimmen.
spricht doch die Sinne an, egal was. Ob ich mit Lebensmitteln arbeite, Blumen arbeite. Es ist doch für den Sinn, für den Kopf, ist das doch super toll, oder nicht? Das ist wie ein gutes Buch. Christoph kommt in die Aufgabe rein. Die Würfel werden gleichmäßiger. Aber er unterschätzt, wie scharf die Messer sind. Und dann schneide ich mir hier in den Handschuh, wie gut, dass die blau sind. Bei weißen Handschuhen würde ich es im Zweifel gar nicht sehen. Ich muss sie jetzt wechseln, ne? Bitte, ja. Ich hole mir neu, alles klar. Hygiene geht vor. Selbst mit Mini-Loch darf Christoph nicht weiterarbeiten. Aber auch die neuen Handschuhe halten nicht lange. Oha, guck mal, mir ist das schon wieder passiert. Das gibt's doch nicht. Das passiert, ist mir auch passiert. Also bestimmt 8-mal gewechselt und 2-mal geschnitten. Aha. Beim ersten Mal. Also das ist völlig normal. Christoph schneidet danach mit einer neuen Technik. Er drückt von oben auf das Messer. So kommen die Finger nicht dazwischen. Nach knapp einer Stunde hat er seinen Stapel Käse geschafft. Patrick, der Christoph genau beobachtet hat, ist zufrieden. Die Würfel gefallen mir schon ganz gut. Wirklich? Ja, die haben eine schöne Kantenlänge, das sieht wirklich gut aus. Ich würde das ganz anders einschätzen, ganz ehrlich. Die Geschwindigkeit ist für die ersten Versuche auch normal, würde ich sagen. Das Tempo kommt einfach ganz alleine über die Zeit irgendwann. Der Käse ist gewürfelt. Jetzt geht es für Christoph in die kalte Küche. Zusammen mit Frank Möller soll er einen Oliven-Käse-Mix machen. Da braucht's weniger Fingerspitzengefühl, dafür aber mehr Bizeps. 12 Wannen, à 25 Kilo soll er jetzt zusammenmixen. In jede Wanne wandert eine Portion Oliven. Aber vorher die Oliven zählen, ob das auch passt. Ja, guter Joke. Und dann noch eine gute Ladung Knoblauch. Das stinkt, du. Halleluja. Nach Knoblauch. Na, das ist schön. Freut sich deine Frau oder deine Freundin. Du schläfst heute draußen. Dazu kommen noch kiloweise Kräuter wie Basilikum, Petersilie und Schnittlauch. Es fühlt sich gerade ein bisschen so an, als würde ich hier in Miragolix Zauberküche stehen und hier so Unmengen an Zaubertrank oder Ähnlichem zubereiten. Dann kommt noch Öl rein und die Käsewürfel. Jetzt darf gemixt werden. Dafür hat Frank seine ganz eigene Technik. Jetzt hast du die Hände und als wenn du von unten Klavier spielst. Weil der Käse ist sehr zerbrechlich. Okay. Ne? Jetzt gehst du damit in so. Genau, und heb das von unten hoch. Behutsam von unten Klavier spielen. Ding, 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 ding. Alle meine Entchen. Da hoch. Ist das eine riesige Schweinerei. Ordnung so, oder? Und dann ein bisschen gleichmäßig? Nicht drücken. Einfach nur beiseite schieben. Nicht drücken. Weil dann zerdrückst du den Käse. Ja, auch das Mixen will gelernt sein. Der Kunde will schließlich ganze Käsestücke haben. Christoph mixt sich durch die restlichen 12 Wannen und hat Spaß dabei. Mit Händen in Essen rumzu hantieren ist irgendwie was total Schönes. Klavier spielen, mein Junge. Mach ich doch. Hörst du das nicht? Nee, du singst doch nicht. Nach einer Stunde hat Christoph es geschafft. Die 12 Wannen Oliven-Käse-Mix sind fertig. 300 Kilo haben wir davon hergestellt. 300 Kilo? Ja. Das waren die schönsten 300 Kilo des Tages. Der Oliven-Kräuter-Käse-Mix kommt jetzt in die Verpackung. Natürlich auch wieder per Hand, um die Käsestückchen zu schützen. Von der Fabrik geht es jetzt in die Supermärkte in ganz Deutschland. Und für Christoph ist Feierabend. Das war total schön zu sehen, mit wie viel Können und Leidenschaft und vor allem, das hätte ich eben nicht gedacht, mit wie viel Handarbeit hier Antipasti hergestellt werden. Ich selber, ja, habe mich in den letzten Tagen viel bekleckert, selten mit Ruhm. Und ich glaube, es ist für alle das Beste, wenn ich in Zukunft wieder ausschließlich Antipasti-Esser bin. Oder?